So, da sind wir wieder bei 2 in 2, direkt und auf dieser komischen Kuppelapparatur hier, die uns wahrscheinlich ein Häppchen schneiden möchte. Wow. Und wir haben so einen Freundball wieder. Aua. Und dieses Mal haben wir ihn leider ohne irgendwelche Hilfsmittel. Aua. Am letzten Checkpoint fortsetzen wollen wir, ja. Batch, Batch. Ja, ein Eisbären ist eine gute Idee. Aber uns von ihm zerbatschen lassen. Ist nicht ganz so gut. Ihn töten ist besser. Wenn ich jetzt schwören könnte, ich hätte in dieser Goblin-Apparatur irgendwelche Fiolen gesehen. Das hebt hier an, aber ich bin neugierig, ob da drunter was ist. Also zu hämmern kann man schon mal nicht. Anheben wohl auch nicht. So, jetzt warten wir, bis die Pflanze wieder gespuckt hat. Dann springen wir hier hoch und hier hoch und... Oh. Dann geht's hier weiter. Wow, das war knapp. Wow. Oh, was willst du hier? So. Wieder ein Fähigkeitspunkt nur. Na, das war nicht so schlau. Warten, bis die Pflanze gespuckt hat und hoch und hoch. Da hoch heilen. Und da wieder runterfallen. Nein. Ja, das war ungünstig. Komm, spuck wieder. So, dann versuchen wir es mal lieber so. Nein. Da will ich schon wieder da ganz runterfallen. So. Sehr gut. Dem ausweichen, das können wir hier nicht weiter. Du da drüben hast nichts zu melden. Und du ebenfalls nicht. Und das ist noch so ein Goblin-Todesapparat hier. Da muss doch verdammt vorsichtig sein. Wow. Sag ich doch. Ja. Gehst du weg? So.
Wow. Den Hintern wollte ich nicht gesegelt haben. Das wäre die Fiolenlieferung frei Haus. Also das war gerade cool. Viermal Erfahrungsfiole zum Mitnehmen, bitte. Hier fließt das Wasser einfach in die Richtung, weil wir keine Schale gerade dafür haben. Müssen wir da vielleicht hier drüben eine finden? Und da reicht der Baumstamm da irgendwie dazu. Aus. Also den können wir dahin tun. Das bringt uns was. Wir können ihn theoretisch zum Wassertransport benutzen, aber nicht so gut. Nein. Können wir nicht irgendwie zerhauen in zwei Teile? Oder ihn zersägen lassen? Scheint nicht so der Fall zu sein. Das Strickbrett bringt uns leider auch nicht. Du wirst auch gleich zersäbelt, oder? Dann bin ich da. Ja, du wirst auch zerhäckselt. Wow. Ich habe aber keine Lust darauf, zersägt zu werden. Okay, und gefressen werden ist auch nicht so toll. Das Problem ist, ich kann diesen Pfropfen nicht bewegen. Wow. Hey, ja, vielleicht klappt das. Ah, jetzt kapiere ich das. Das Ding hier hin. Zerschießen. Ja. Na, das klappt doch nicht ganz so, wie ich es mir gedacht hatte. Ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte dich bis darüber heben. Kann ich wohl nicht. Wo ist der da runter? Irgendwie so muss das doch gehen. Nein, also das Blatt kann ich nicht benutzen. Theoretisch müsste es hier noch was geben, damit das geht. Aber das Theoretische zu finden ist wiederum die andere Sache. Wir können den Stein nicht anheben, wir können
dich ja nicht einfach irgendwo in dem Sägewerk zersäbeln lassen, oder? Weil gerade das würde ich eigentlich gerne, dass du hier zersägt wirst. In zwei Teile, um genau zu sein, dass wir dich benutzen können. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Und richtig drehen können wir dich auch nicht. Weil das Wasser fließt einfach da runter. Ich krieg das Wasser nicht hier hin. Helfen vielleicht meine eigenen Konstrukte. Was sollte das jetzt? Okay, das probiere ich jetzt mal aus. Du darüber. Ja, die gehen. Okay, dann weiß ich einigermaßen, was ich machen muss, denke ich mal. Ah, ich probiere hier jetzt schon wieder viel zu lange rum. Warum bist du jetzt rot? So, hier hin. Nein, du bist zu kurz. Und, ach komm. Lass mich doch einfach darüber springen. So, das dürfte reichen. So, jetzt fließt bitte da runter, genau. Okay, hat nicht ganz gereicht. So, ich hoffe, das Wasser reicht jetzt aber. Nö, tut's nicht. Jetzt aber. Endlich. Gott sei Dank. Und ich denke mal, da haben wir auch endlich das Ende von dem Level erreicht. Das muss die Höhle sein, die Rosabelle erwähnt hat. Sie sollte uns zum Schloss führen. Sehr gut. Puh. Als die Helden den dunklen Wald verließen, war ihnen leichter ums Herz. Rosabelle zufolge führte der schnellste Weg zum Schloss durch die höhlenartigen Tunnel. Der Weg führte nach unten, unter den Wald. Jap, in Pilzhöhlen. Wir sind keiner von diesen sprechenden Blumen mehr begegnet. Ich schätze, wir sollten Rosabelle finden. Oho. Da kommt er aber früh drauf. Das sieht aus wie ein Bummfass. Aber die scheinen nicht wirklich Bumm zu machen. Doch scheinen sie gleich. Na, wie herzallerliebst. Wir werden...
Okay, hier kommen wir wieder schon mal nicht. Ach doch, ich habe da eine Idee, wie das diesmal gehen soll. So, jetzt mach bitte Bumm. Dankeschön. Und jetzt kann das Wasser hier runterfließen. Sehr schön. Aber da unten ist auf jeden Fall wieder so giftiger Dunst, mit dem wir uns nicht unbedingt anfreunden sollten. Lieber erhobenen Schildes hier rüber. Die Truhe ist ja aber offensichtlich versteckt. Hallo Zerg. Tschüss Zerg. Wieder ein Sammelgedicht. Den Weg gefunden haben Rosie und ich. Geht vorsichtig weiter und fallet mir nicht. Ah ja, jetzt wird das erste Mal drauf angesprochen. Diese Sammlergedichte sind auf die beiden Schwestern bezogen, über die wir vorhin auch schon was, Briefe gefunden haben. Oh, wieder was, wo explodieren muss. Oder auch nicht. In dem Fall hilft eine Planke, denke ich mal. So. Genau. Oh, es hat auch einfach geholfen, die Kiste zu schubsen. Denn die Kiste brauchen wir, so wie es aussieht. Obwohl, wir brauchen sie nicht unbedingt, aber ich glaube, das ist der einfachere Weg. So. Rutschparty. Und hui, Riesenpilze. Ja, und ich würde mal sagen, bevor ich jetzt... Na gut, über diese Riesenpilze hüpfe ich jetzt noch. Hier an der Stelle einen Cut machen. Bis gleich.